Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Air Combat. Stehen geblieben sind wir bei Mission 3, aber vorher, bevor wir loslegen, möchte ich noch einen Jet kaufen, nämlich die FA-18, ein super duper Bomber und Abfang, ein Mehrzweckjäger. Einfach, kaufen wir uns. Bekommt jetzt unser schönes Design hier. Ansonsten haben wir noch irgendwelche coolen Dinger freigeschaltet. Ja, die MiG, die haben wir jetzt noch nicht. Wollen wir die auch nicht holen. Ich werde jetzt gleich mit der FA-18 losfliegen. Aber vorher da. Wir haben reportiert eine Enemy-Incursion in unserem Sektor. Wir diverten Sie von lokalen Air-Support zu Forward-Operations. Neutralize die approaching Units. Target, Enemy-Attacking-Force. Formation-Make-up ist unknown. Expect enemy fighter support and a tough dogfight. Good luck. Gut. Mission ist klar. Feinde zerstören. Wir wissen nicht, welche Gegner uns erwarten. Auf jeden Fall sind es Kampfflieger. Das heißt, wir werden jetzt ein paar gute Dogfights sehen. Und zwar nämlich dafür die F. Ups, falscher Knopf. Und zwar nämlich dafür die. Oh, das war zu viel. Was mache ich denn hier, meine Freunde? Ach, Mann, ich bin heute richtig hin. So. Okay. Also, mit der F18 legen wir jetzt los. Ein paar Hunde vom Himmel holen. Ein paar Kills kriegen, hier ein paar Abschüsse machen. Wir holen sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Jetzt wollen wir nämlich den da unten vor. Oh, das ist ein AWACS. Sogar erwischt. Zwei AWACS. Die müssen wir ausschalten, dann können die Gegner uns nicht mehr so gut ausmachen. Der Rest sind jetzt nur noch Kampfflieger. Wir haben jetzt vom Himmel fegen. Wir haben zwei Tornados. Ich bin auf 100 Fallen hier. Schleunigen, den kriegen wir. Double Kill auch noch, super. Oh, da ist noch ein AWACS, ich fasse das ja nicht. Noch ein AWACS. Gut. Das war's. Jetzt sind Tornado ja noch hier. Sauber. Enemy target located. Enemy locked on target. Fire! Down! Eieiei. On our left. Das ist für viele. Enemy Design. In sight. Oh! Poking on our six. Fire! Bring the gun! Enemy in sight. Jetzt aber. Und tschüss. Ha. Damit waren es noch zwei. Und ich glaube, ich lege gleich mal erstmal mein Select-Taste. Oh! Ah, Sauerschuss. So, und die nächste Runde. Noch zwei. Enemy in sight.
Das ist ein FA-18, habe ich da richtig gesehen? Jo, das sind FA-18 tatsächlich. Ja, aber die haben gegen meine FA-18 keine Chance. Ja, das war wieder mal eine super erledigte Mission, ein Schnelldurchgang. Oh, oh, Geld, 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 Geld. Oh, oh, 2 Mille. Schöne Sache. Ja, hier in Teil 1 ist die F-18 eins meiner Lieblingsjets, wohlgemerkt. Aber ich schweife ab. Gut, dann wollen wir mal ins nächste Gefecht, ne? No loading. Eric. Dreht sich. Gut. Was steht jetzt auf der Liste? Auf der To-Do-Liste. Ich glaube, das ist die letzte Einzelmission. Danach kommen, glaube ich, nur Kettenaufträge. Beziehungsweise können wir wählen, was wir machen. Ich werde jetzt auch das Telefon im Hintergrund vollkommen ignorieren. Ich bin so fies. Oh, wir können uns eine Tornado holen und wir können uns eine F-15 holen. Schöne Sache. Holen wir uns auch gleich. Was haben wir hier? Ja, eine Tornado können wir uns nicht mehr holen, aber 15 ist schon mal ein Anfang. So. Up to now, our offensive missions have been constrained by the presence of civilians in Donetsk City. A recent evacuation of that city permits us to engage hard targets within the city perimeter. Target 1, Computer Communication Center. Target 2, Enemy Headquarters Building. Night conditions should neutralize enemy ground fire. However, the city has at least 3 interceptors available. We have no intelligence on force composition. From now on, you will have a wingman assigned to you. Inform him of the operation before departure. Also, wie ihr vielleicht schon gerade gehört habt, haben wir jetzt eine neue Option, nämlich hier Launch with Support. Das heißt, wir können jetzt entscheiden, ob wir die Mission alleine beschalten oder mit einem KI-Kameraden. Ein KI-Kamerad kostet jedoch Geld, beziehungsweise sinkt den Verdienst, den wir durch die Mission erhalten. ja, in dieser Mission haben wir strikte Anweisungen, alle Bodenziele zu zerstören, nämlich hier das Kommandozentrale und einmal dieses Kommunikationszentrum. Ich werde diese Mission alleine bestreiten, denn ich werde das im Speed-Durchgang machen. Ich brauche dafür einen schnellen Flieger brauche ich dafür. Der mit hoher Mobilität haben wir leider nicht. Nehmen wir mal die neue F-15 hier. Es lädt, es lädt, es lädt. Ready? Dunkel, nicht wahr? Right now. Unsere Ziele befinden sich aber da. Das sind 2 Ziele, die dürften eigentlich schnell zu erfassen und zu zerstören sein. Oh, das ist schön, wenn ich. Ups, falscher Knopf. So, das hätten wir. Jetzt geben wir Gas. Ich ignoriere hier die anderen Kampfflieger, obwohl wir viel Treibstoff. Oh, wir haben voll Treibstoff, das heißt, ich könnte vielleicht noch einfach abschießen. Die Frage ist immer, ob man es riskieren will. Oh, ich glaube, die beiden packen. Da habe ich zu stark gebremst. Da habe ich einen Strömungsabriss gehabt. Ich glaube, die Mission mache ich im Quick-Durchlauf. Ja, getroffen habe ich ihn, aber... Focus on our six. Fire down. Fire down.
Jo, das wär's. Wir wurden zwar einmal getroffen, schade drum, aber der Jet ist noch heil. Ah, Gott. Ich glaube, da kann ich auch direkt schon die dritte Mission mitmachen. Ich weiß es nicht. 10 Mille. Herrlich. Ich weiß gar nicht, dass ein Ground-Ziel so viel bringt. Ha! Das soll's. Ja, sollte ich noch eine dritte aufnehmen? Ich weiß das jetzt nicht. Ich glaube, ich mache hier erstmal einen Break für Part 2. Ja, ein Break wäre angesagt. Wir sehen uns dann gleich, ne? Also im nächsten Part. See ya!